In der AOK-Niederlassung Schwerin wurde am Montag an einen historischen Moment erinnert. Direkt nach der Wiedervereinigung sollten auch für die Gesundheitsversorgung in der jungen Bundesrepublik die Grenzen fallen. Eine riesige Herausforderung. Das war vor genau 25 Jahren. Chipkarten und Smartphones waren damals noch Science-Fiction. Karteikarten und Überweisungsscheine bestimmten den Alltag der Versicherten. Und die Mitarbeiter der AOK hatten an einem einfachen Handy schwer zu tragen. Also da erinnere ich mich dran, dass wir zu Beginn meiner Zeit, als wir hier als AOK angefangen sind in Mecklenburg-Vorpommern, gar nicht überall Telefone hatten. Also kein Festnetz, nicht überall, ganz wenige. War auch normal, ging auch irgendwie. Aber dann fing es an, dass man das doch brauchte. Und da haben wir uns auch dann und wann mal so ein Telefon gekauft. Aber ich musste mir so ein Teil privat kaufen. Und das kostete, ich glaube, 1800 Mark damals. Das war schon ganz schön viel Geld und das war total schwer. Der Herbstempfang der AOK ist jedes Jahr willkommene Gelegenheit, sich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über das Gesundheitsland MV auszutauschen. Zum Jubiläum durften auch Glückwünsche nicht fehlen. Dabei unterstützte TV Schwerin gern. Hallo, mein Name ist Tim Schikora. Ich bin der Direktor des Zoologischen Gartens Schwerins und ich wünsche der AOK alles Gute für die mindestens nächsten 25 Jahre und auch auf die nächsten Jahre in gemeinsamer Nachbarschaft. Und neben der Tiergesundheit ist mir natürlich auch die Menschengesundheit sehr wichtig und ich kann nur raten, einfach mal zu einem schönen Spaziergang an der frischen Luft rüber zu uns in den Zoo zu kommen. Also mein Name ist Silke Gajek, ich bin hier aus Schwerin und bin jetzt im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Vizepräsidentin und bei den Grünen. Und weil ihr mich ja fragt, was ich mit 25 Jahren AOK verbinde, ist es A oder erstens die grüne Farbe und das zweite, dass die AOK nach wie vor hier für Gesundheit steht, für Sport, für gesunde Ernährung. Mein Name ist Peter Seidelt und ich bin Gebietsleiter bei der Volkswagen Leasing, habe 23 Jahre im Autohaus Ahnefeld gearbeitet und habe die AOK mit dem Fuhrpark betreut. Dann habe ich vor anderthalb Jahren gewechselt von dem Autohaus Ahnefeld zur Volkswagen AG, bin heute als Gebietsleiter hier und freue mich auf die nächsten 23 Jahre gute Zusammenarbeit als Finanzdienstleister und wünsche der AOK ganz, ganz, ganz viel Kraft für die neuen Aufgaben und bedanke mich für den ganz, ganz tollen Abend. 1,75 Millionen Versicherte, 5.548 Mitarbeiter, davon 111 Auszubildende, fast 100 Service Center. Die Zahlen können sich sehen lassen. Die Redebeiträge offenbarten das Erfolgsgeheimnis. Eine Versorgung, die über Hilfe bei Unfällen oder Krankheiten hinausgeht. Ernährung, Sport, Vereinsarbeit und verlässlicher Partner in der Region. Ich heiße Matthias Krone, ich bin Bürgerbeauftragter des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und erlebe immer mal wieder Menschen, die auch Fragen und Probleme mit Krankenversicherungen haben. Aber ich kann wirklich sagen, die AOK ist für mich eine Krankenversicherung, die sehr lösungsorientiert ist und sehr hilfsbereit bei den Problemen vorgeht, die wir haben. Ich freue mich immer wieder auf die Zusammenarbeit und wünsche der AOK noch viele gute Jahre und viele gute Taten für ihre Versicherten. Mein Name ist Sabine Klemm. Ich leite die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen hier in Schwerin und bin gleichzeitig auch die Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfekontaktstellen von Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte mich bei der AOK bedanken für 25 Jahre sehr gute Zusammenarbeit. Und die AOK ist ein wunderbarer Partner und unterstützt das, dass Menschen also aus ihrer sozialen Isolation rauskommen und ihr Problem selbst in die Hand nehmen. Und das finde ich ganz großartig und deswegen arbeite ich sehr gern mit der AOK zusammen, wir alle. Ich bin Wolfgang Gackzo, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern und bin von Anbeginn an dabei, in Mecklenburg-Vorpommern die Krankenhauslandschaft mitzugestalten. Und die 25 Jahre bedeuten für mich ein intensives Ringen mit der AOK, um die bestmögliche Versorgung unserer Bürger, die bestmögliche Behandlung unserer Patienten und der Versicherten der AOK. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses alles miterleben durfte und freue mich auf viele weitere Jahre mit der AOK hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Sportverein durfte sich besonders freuen. Für den Rostocker FC wurden fleißig Spenden gesammelt. Denn dort hat man sich schon lange vor der Flüchtlingskrise die Integration ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Also schon seit 3 Jahren arbeiten wir mit dem Asylbewerberwohnheim in Rostock zusammen. Und viele Kinder, die dort sind in diesem Wohnheim, die bekommen halt beim Rostock FC die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Flexibilität ist nicht nur bei den Schweriner Sportakrobatinnen gefragt. Eine moderne Gesundheitskasse muss ihre Verfahren und Leistungen immer wieder hinterfragen und anpassen. Wer weiß, was als nächstes kommt.
die Medien, die Digitalisierung wird uns irgendwo auch fordern. Und wir müssen dem gewappnet sein. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir werden darüber nachdenken müssen. Neuronale Netze ist für uns im Augenblick ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen. Da hätte vor 2, 3 Jahren keiner darüber nachgedacht. Aber das sind einfach Entwicklungen, die kommen so schnell auf uns zu. Und da müssen wir einfach aktiv dabei sein. Ein Blick in die Kristallkugel ist nicht notwendig, um zu wissen, dass die Versorgung der vielen Flüchtlinge auch die Gesundheitskasse in der nächsten Zeit auf Trab halten wird. Die sind nämlich wieder da, wo die Deutschen vor 25 Jahren waren, bei den Überweisungsscheinen.